Ich habe als erstes so angefangen für mein Vatertagsgeschenk. Als erstes hatte ich zwei Herzen. Ich habe die beiden Herzen ausgeschnitten. Dann habe ich einen geklebt auf den anderen und das Gefaltete sollen die Augen sein. Den zweiten Schritt, diesen blauen Papier, habe ich genommen, habe ihn auf den Herz gelegt und ihn abgeschnitten. Der dritte Schritt. Jetzt muss ich den Teil von da oben abschneiden. Als nächstes musste ich die Werkzeuge ausschneiden und sie auf den geschnittenen blauen Blatt aufkleben. Der fünfte Schritt ist, dann habe ich hier runter Papa geschrieben. Als nächstes habe ich aus diesem blauen Blatt zwei Striche ausgeschnitten und sie hierhin geklebt. Zwei Striche. Ich habe aus dem schwarzen Papier zwei Kreise ausgeschnitten und sie mit Kleber hier drauf geklebt. Als nächstes habe ich dieses weiße Blatt genommen, ihm auf den Herz gelegt und ausgeschnitten außenrum. Dann habe ich diese Karte hier auf der Rückseite des Kartes abgeschrieben. Und fertig war mein Vatertagskarte. Ich habe noch diesen Ringbogenstein gemacht, weil wegen meinem Papa habe ich in meinem Leben so viele Farben zu sehen und in meinem Herzen diese Farben auch eines Ringbogens. Ich lese für euch, was ich auf der Rückseite geschrieben habe. Lieber Papa, hör mir zu. Keiner ist so cool wie du. Danke, dass wir Späße machen, dass wir toben, dass wir lachen. Dass wir uns so gut verstehen, Papa, das ist wirklich schön. Doch das Allerbeste ist, dass du gerade mein Papa bist. Supermann. Mein Papa ist ein Supermann, der einfach alles richtig kann. Er weiß ganz viel, ist echt gescheit, zum Spielen mit mir gern bereit. Ist groß und stark, fast wie ein Bär, trägt auf den Schultern mich umher. Er wisst mich hoch und fängt mich auf und ich verlasse mich drauf, weil Papa eben alles kann, denn schließlich ist er Supermann.